Gestern kam eine junge Dame auf uns zu, die hilft uns derzeit und steht an der Straße draußen mit seiner gelben Jacke, damit die Gäste auch den Weg hier hereinfinden. Und sie hat ganz aufgeregt gesagt, ich bin am 4. März 2001 geboren. Genau an dem Tag, wie das Lutz seinen zweiten Spieltag gehabt hat, also unser richtiger Geburtstag. Und da stand ein junger Mensch da mit 15 Jahren, so blühend, so frisch, so energiegeladen und so strahlend. Und die war jetzt genauso alt, wie unser Jugendtheater wird. Und ich muss sagen, die junge Dame hat genauso gestrahlt, wie jetzt da hinten viele, viele junge Menschen gestrahlt haben, die jetzt gerade als Höhepunkt dieses Geburtstagsfestes uns diese Premiere geschenkt haben. Projekt Hagen war für uns ein großes Anliegen, denn das Stück in seiner Grundkonzeption hat sehr viel mit dem Lutz zu tun. Die Grundkonzeption dieses Stückes basiert auf dem Stück Creeps und das hatten wir, wie wir noch überhaupt nicht wussten, wie Kinder- und Jugendtheater so richtig geht, uns in Hamburg angeschaut bei der Uraufführung. Wir wussten, der Autor ist Lutz Hübner, einer der renommierten, aktuell angesagten Autoren. Und wir haben das Stück in Hamburg gesehen, Thalia Theater, und wir wussten, so kriegen wir das gar nicht hin. Wir versuchen einfach über Sponsoren die Produktion aus Hamburg hierher zu holen, damit wir auch so tolles Jugendtheater erleben. Das haben wir natürlich finanziell alles nicht gebacken gekriegt, darum haben wir uns entschieden, wir machen es doch selber und haben genau das gestartet, was das Lutz bis heute so ausmacht. Wir haben mit ganz jungen Damen haben wir das Stück Creeps gespielt und dieses Stück Creeps war genau das Stück, das Lutz Hübner bei uns im damaligen Jugendzentrum Globe noch zum ersten Mal gesehen hat. Da hat er zum ersten Mal gesehen, welche Arbeit wir machen, wie wir uns ins Theater reinschmeißen, wie die jungen Menschen auf der Bühne sind. Und nach dieser Vorstellung Creeps hat Lutz Hübner uns zugesichert, er schreibt uns die Uraufführung von Nelly Goodbye, mit der wir dann die neue Spielstätte im Theater einweihen konnten. Dieses Stück Creeps hat also ganz viel für uns in Bewegung gebracht, hat eine der größten Freundschaften, die wir hier in diesen 15 Jahren erleben durften, in Bewegung gebracht, nämlich die Freundschaft zu Sarah Nemitz und Lutz Hübner. Und heute schließt sich dieser Kreis, denn diese Basis von Creeps haben jetzt Sarah Nemitz und Lutz Hübner hochgeschossen auf eine Besetzung von 18 jungen Menschen. Eine Herausforderung für uns, denn 18 junge Menschen in einer Qualität zusammenzukriegen, die unter all diesen Umständen ein Stück auf die Beine bringen, es probieren, es durchziehen, das ist eine große Herausforderung. Die Herausforderung ist weniger in der künstlerischen Qualität als ganz einfach in den Terminkalendern. Organisieren Sie mal 18 junge Menschen so, dass die alle zu den Proben kommen. So wie die drauf sind, haben die so viele Dinge zu tun. Dass es heute dann doch diesen Abschluss gegeben hat, spricht für eine Sache. Theater ist das Faszinierendste, was es gibt. Und diese jungen Menschen blühen für Theater. Sie brennen für Theater. Sie haben alles investiert, damit heute Abend diese Uraufführung von Projekt Hagen funktioniert. Damit wir aber diesen Geburtstag, dieses Fest so feiern konnten, genügt es nicht, dass man ein paar junge Menschen zusammenholt und sagt, so, jetzt machen wir ein Theaterstück. Nein, man braucht natürlich Unterstützung. Darum möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei der Sparkasse Hagen, die dem Theater Hagen ganz, ganz eng verbunden ist und jedes Jahr einen sehr, sehr hohen Geldbetrag spendet, mit dem Dinge im Theater bewegt werden könnten, die man sich sonst wieder irgendwo anders wegknapsen müsste. Und diesmal durfte auch das Lutz Nutznießer des Ganzen sein und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Sparkasse Hagen,
vom Vorstand ist der Herr Kurt mit seiner Gattin da und die Frau Jäger. Vielen, vielen Dank. Ich sehe Sie gerade nicht. Herzlich bedanken möchte ich mich, auch wenn er es nie mag, aber ich möchte es einfach sagen, es gibt diese Theaterwunder, es gibt diese Kunstwunder. In Nähe zur großen Landeshauptstadt gibt es eine kleine Stadt und da lebt ein Mensch, der mit allem, was er hat, für die Kunst blüht. Und wir hatten das große Glück, dass wir diesem Menschen vor einiger Zeit begegnen durften und seither spendet er jedes Jahr 20.000 Euro für das Lutz. Und nur dadurch ist es möglich, dass wir gerade zu einer Jubiläumsspielzeit zum Beispiel drei Uraufführungen von den drei renommiertesten Autoren Deutschlands hier bei uns in Lutz zeigen konnten. Es ist auch nur dadurch möglich, dass wir überhaupt so eine Veranstaltung hier in diesem Raum machen. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Wuthmann. Sie sind wahrscheinlich gar nicht mehr da, weil Sie es gar nicht so gerne haben, wenn Sie im Rampenlicht stehen. Herr Wuthmann, vielen Dank. Herzlich bedanken möchte ich mich natürlich bei den Gastgebern hier in diesem wunderschönen Gelände. Es ist ein Glücksfall, dass wir diese Hallen hier benutzen dürfen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir die Hallen benutzen, sondern wir kommen da mittlerweile wirklich schon her, wie so ein Stück Familie geworden. Und wenn Kleinigkeiten fehlen, wie zum Beispiel, man kann schnell so ein paar 100 Liter Heizungsöl und so, dann wissen wir mittlerweile, wen wir anrufen müssen. Ganz, ganz herzlichen Dank der Familie Schulte, dass wir diese Räumlichkeiten so nutzen dürfen, dass wir nicht nur diese große Halle, die wir jetzt bereits zum vierten Mal bespielen dürfen, sondern dass wir auch mittlerweile diese Halle so als Entree nutzen dürfen und hier ein Ambiente vorfinden, wo wir sagen, boah, diese Industriekultur, die ist es wert, dass wir sie mit jungen Menschen weiter so beleben. Ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was ihr für uns macht. Für diesen jungen Menschen, welche die haben Flüchtlingsbiografie hinter sich, die haben Migrationsbiografie hinter sich. Es gibt unter der Besetzung, wenn ich es richtig gezählt habe, 7 Menschen, die deutscher Abstammung sind, 11 sind mit Migrationsabstammung. Die meisten von denen sind aber mittlerweile schon hier geboren. Wir streiten uns darum, wie Deutschland mit seinen Werten zerfallen wird, wenn wir diese Asylpolitik so weiter betreiben. Hier sind Menschen, deren Familien als Asylanten hierher gekommen sind. Die haben hier die Schule besucht, die gehen wählen, die zahlen Steuern, die haben Schulabschlüsse, Gymnasienabschlüsse, studieren hier. Und das sind genau die Menschen, die unsere Gesellschaft prägen werden. Und wenn wir jetzt Horrorszenarien erleben über einen Untergang in Deutschland, dann kann ich nur genau diese Besetzung, die einfach ein Querschnitt durch unsere Hagener Bevölkerung ist, aber auch durch unsere bundesdeutsche Bevölkerung ist, ich kann da die dann vorzeigen und sagen, hallo, das ist, wenn wir uns einfach ein bisschen Zeit lassen und schauen wir doch, was aus den Menschen der zweiten Generation geworden ist. Und für euch ziehe ich jetzt einfach, hätte ich denn einen Hut auf, ziehe ich einen ganz, ganz kräftig, denn ihr seid genau die Menschen, auf die wir bauen. Ihr werdet diese Zukunft rocken. Ihr habt hier in diesen letzten Wochen so viel in die Wege geleitet, damit dieses Stück stattfinden kann. Ihr habt eure Pläne geändert, ihr habt alles so auf den Kopf gestellt, damit ihr heute Abend dieses Theatererlebnis für euch, aber auch für das Publikum ermöglicht. Und ihr seid eigentlich genau die Leuchttürme, die Deutschland braucht. Und ich freue mich, dass ihr hier in Hagen da seid. Vielen Dank. Mit dem man dieses Theater identifizieren kann. Und es kam uns eine sehr gute Idee, wir fanden sie gut. Wir haben Lutz Hübner gefragt, ob er mit seinem Vornamen einfach Pate stehen würde für diese Einrichtung. Er fand die Idee damals sehr schräg. Auf die Frage, ob es gut schräg oder schlecht schräg wäre, hat er, glaube ich, gar nicht so richtig geantwortet. Wir sind hier etwas dankbar, dass seit dieser Zeit etwas entstanden ist, was weit mehr als eine
ja, zur Theaterkollegialität. Ich glaube, es ist wirklich eine Theaterfreundschaft geworden, in der im Mittelpunkt immer, immer das Theater steht, die Theatergeschichten. Theater macht euch beide und euer Leben aus und ihr habt uns mit all diesen Gedanken immer wieder begleitet und vor allem auch beschenkt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle etwas machen, was sehr ungewöhnlich ist, aber es ist uns ein großes Bedürfnis, darf ich das einmal haben. Ich möchte jetzt diesen Augenblick, unseren 15. Geburtstag und diese Uraufführung nutzen, zu folgenden. Am 3. März 2001 eröffnete das Lutz Hagen mit Das Herz eines Boxers seinen Spielbetrieb. Seither prägen die Werke Lutz Hübners und seiner großartigen Mitarbeiterin Sarah Nemitz den Spielplan der jungen Sparte. Mit brandaktuellen Inhalten, dramaturgischer Virtuosität und kraftvoller Sprache setzten beide Künstler Maßstäbe und Richtlinien für die Jugendtheaterarbeit im Lutz. In Anerkennung der jahrelangen außergewöhnlichen Freundschaft, die gleichermaßen Höhepunkte wie Niederlagen tragen konnte, verleihen wir den Autoren Sarah Nemitz und Lutz Hübner die Ehrenmitgliedschaft im Lutz Hagen. Danke. Sarah Nemitz und Lutz Hübner. Ja, aber